Wo kommen wir denn hier nochmal hin? Wenn ich jetzt hier. Ach so, klar, das war ja das. Das war ja der Raum mit den Bildern. Ja. Hashtag für viele Seiten für den Marathon. Okay. So. Let's Play Live Show Folge 100. Quasi heute schon so ein kleines Jubiläum. Und am 7.2. ist ja endlich einjähriges Let's Play Live Show. Dann haben wir ein Jahr um. Residenz war das, ne? Hallo? Innenhof? Genau, da kommen wir jetzt. Ne, Moment. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ich glaube, wir müssen die Treppe runter, ne? Genau. Das war das. Zu Gisela ging es ja geradeaus. Gisela, ich bin immer für dich da. Gisela, für dich gebe ich mein letztes Haar. Ich entschuldige mich für alle, die Gisela heißen. Aber man soll das ja nicht ernst nehmen hier, was ich hier erzähle. Sage ich ja immer wieder. Laufe ich jetzt richtig? Ich glaube ja. Prost zusammen. Ja, Jungs. Danke, ich heiße Gisela. Noch 22 Stunden. Wuhu! Ja. So, hier müsste, glaube ich, auch noch. War das Wolfgang? Ne, wie haben wir den genannt? Hallo! Da glitscht er mal in den Baum rein. Was, mit was nimmst du Let's Plays auf? Programm, Hardware? Momentan nutze ich halt noch die Chat. Momentan nutze ich halt noch die Share-Taste der PlayStation. Hier war Gisela oder war hier die Residenz? Nee, hier war Gisela, ne? Fuck. Da bin ich jetzt falsch gelaufen, oder? Ich bin verwirrt. Hilfe. Wo war denn die Residenz? Wie kam er denn nochmal zur Residenz? Hier war doch Gisela, oder? Ach, Horst Peter war es gewesen, genau. Horst Peter stand da. Heute mal Cola oder ist das eine Mische? Nee, heute Cola und. Ah ja, hier ist Gisela. Gisela! Ich bin zu Hause! Gisela! Wo bist denn du? Gisela? Hallo? Wo ist denn Gisela? Ist Gisela schon wieder mit meiner Kreditkarte unterwegs? Gisela? Okay. Gisela ist anscheinend weg. Ich verlasse auch mal den Raum. Obwohl, Moment, ich kann ja die Kiste benutzen. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen Patronen drin. Gisela scheint aus Haus zu sein. Nein, ich habe keine Patronen mehr. Super, Halleluja. Das ist beruhigend. Und wo ist meine Pistole? Ach da. Okay, und da ist das Farbband auch. Ich werde das mal ein bisschen wieder sortieren. Ich habe das nicht so gerne, wenn das so unsortiert ist und alles so weit weg. So. So, ich erinnere mich wieder, so heißt der Alkmix. Gisela, Schätzelein, Gisela. Oh, Gisela, Schätzelein. Gisela, 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 du machst mich verrückt. Gisela. Horst Peter ist hier im Wald unterwegs. Wir müssen da nochmal zur Residenz. Shit, habe ich ganz vergessen. Wie gesagt, also Let's Plays nehme ich halt momentan noch mit der Share-Taste auf und schneide es dann am Rechner zusammen. Aber dieses Jahr werde ich mir dann, wie gesagt, eine Capture-Karte mal holen. Dass das ein bisschen vereinfacht. Hallo Horst! Horst Peter! Uhu. Gisela, 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 du geiles Stück!
Bad Gisela haut dich auch um, bei zu viel. Das, ja. Achso, was ich trinke, ist übrigens ja Cola und vielleicht mal ein bisschen Energy. Nachher gibt es übrigens auch Kaffee. Ja, das ist alles schon bereitgestellt, so ein bisschen. Ich habe mich da ein klein wenig vorbereitet auf den 24-Stunden-Stream. Wie gesagt, auf Facebook, auf der Let's Play Live Show Facebook-Gruppe könnt ihr voten, welches Game als nächstes kommt. Wie gesagt, Outlast ist auch dabei, Alien zum Beispiel. Ich glaube, Evil Within habe ich, glaube ich, auch aufgenommen. Müsst ihr mal vorbeischauen. Let's Play Live Show, alles zusammengeschrieben, die Gruppe. Könnt ihr mal gucken. So. Mist, hier kommen wir nach Gisela. Wusste ich gar nicht. Gisela, 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 du machst mich verrückt. Gisela, 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 du geiles Stück. Entschuldigung. Wie kannst du mit der Share-Taste mehr als 15 Minuten aufnehmen? Das habe ich schon häufig erwähnt. Das ist auch kein großes Geheimnis. Das kann ich auch nochmal erwähnen. Das ist einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich fange jetzt hier zum Beispiel das Let's Play an. Dann drücke ich zweimal hintereinander schnell die Share-Taste. Dann fangen die ersten 15 Minuten an zu laufen. So, sobald diese 15 Minuten um sind, kommt dann Aufnahme gespeichert. Was aber das die Play was dann die PlayStation im Hintergrund macht, ist, dass die PlayStation automatisch nach diesen 15 Minuten weitere 15 aufnimmt. Das heißt, du kannst quasi weiterspielen. Da ist aber nicht mehr wie 15 dann aufnehmen im zweiten Part. Das heißt, du musst vor den zweiten 15 Minuten die Share-Taste drücken und dann X, weil sonst ist die zweite Aufnahme nämlich futsch. Und das ist auch so ein kleines Manko, was ich habe. Also einmal Doppelklick, laufen die ersten 15 Minuten, dann kommt Videoclip gespeichert und dann laufen die zweiten weiteren 15 Minuten. Ich würde dir empfehlen, dann vielleicht einen Timer dir zu stellen, dass du vor den zweiten 15 Minuten einfach die Share-Taste drückst und dann X. Und dann hast du zweimal 15 Minuten und solltest das dann halt einfach nur zusammenschneiden mit einem Bearbeitungsprogramm. So mache ich es. Ist halt momentan noch relativ umständlich. Das Ganze, wie gesagt, mit der Capture-Karte ist es wesentlich einfacher. Aber die besitze ich momentan noch nicht. Aber freue ich mich natürlich trotzdem, dass ich da ein paar Let's Plays machen kann für YouTube, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Unten steht der. Da steht der YouTube-Link. Da unten. Oder halt einfach mal, ich kann es mal zeigen. Einfach Ausrufezeichen und Werbung schreiben. Ausrufezeichen, Werbung. So, genau. Und schon schreibt der Nightbot meinen YouTube-Link, falls ihr den nochmal abschreiben möchtet. Huch, das wollte ich gar nicht. So. Also gehen wir nochmal ab zur Residenz. Kommen wir zurück zum Spiel. Resident Evil fangen wir heute an. Wir haben ja gestern schon damit ein wenig angefangen mit Resident Evil. 5 Stunden, glaube ich, ging der Stream. Ganz schön lange. Und heute geht er natürlich noch länger. Folge 100 am 7. Ach Quatsch, am 2. Am 7.2. Genau, am 7.2. feiern wir einjähriges Let's Play Live Show. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Okay, hier ging es nicht weiter. Mein Gott, ein Jahr schon Let's Play Live, schon unglaublich. Und schön, dass ihr alle da seid. Mal kurz in die Zuschauerliste reingucke. Wow, Wahnsinn, wer alles da ist, unglaublich. Hausmeister Theo ist auch da. Der Philipp ist noch da. Hi Philipp, welcome. Speak a little bit English. Sorry, English, my English is very bad. I hope you like the stream. Elementix Matze, ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe mal, ja. G-Spender, Kubus und so weiter und so fort sind alle da. Big Pit ist auch da, Hallöchen. Wen ich aber schon lange nicht mehr gesehen habe, ist unser Pit von damals. Unser Pit, unser Reiseführer bei Outlast. Den wir damals als Reiseführer getauft haben, wo wir alle Dokumente und alle Aufnahmen gesammelt haben bei Outlast. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Unser lieber Pit. So, da sind wir wieder in der Residenz. Ich glaube, Lexin hatte vorhin geschrieben, da war irgendwas mit Badezimmer. Hier war der Safe-Raum, ne? Genau. Die Tür war verschlossen. Da ist die Spinne drin. Wo ich mir nicht sicher bin, wo die gerade rumtäumelt, oder beziehungsweise beide. Und ich will es auch gar nicht wissen. I, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, weg. Ist hier noch irgendwas? Die Trennwand ist mit Tellern geschmückt. Ah. Krautenbro, hi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und zum Marathon der Let's Play Live Show.
Ist hier irgendwas noch am Liegen, was wir brauchen, was wir vergessen haben? Ein Haufen großer Fässer. Das große Fass, das sitzt auch gerade vor der Cam. Hier sind ja nur die Öllampen. Hier kann man ja sonst irgendwie... Oder ist hier eine Gitarre? Boah, da hängt die fette Spinne. Boah. Sonst ist hier aber auch nichts, ne? Ein Gitarrenkasten, er ist leer. Hallo? Ja, ich schneide die Videos zusammen. Ja, klar, sicher. Wie kannst du mit der Shared mehr als 15 Minuten aufnehmen? Ja, wie gesagt, wie ich das schon gesagt hatte, ist halt, Karte rechts oben ist das Bad. Karte rechts oben? Moment. Rechts oben ist das Bad. Die einzige blaue Tür oben rechts, das ist das Badezimmer, ist das richtig? Da ist noch eine graue Tür, die haben wir noch gar nicht ausprobiert, sehe ich gerade. Da werden wir jetzt mal hingehen. Also wie gesagt, ich nehme dann halt... Ich kann... Also ich starte jetzt die Aufnahme, sage ich jetzt mal, dann laufen die ersten 15 Minuten. Wenn die 15 Minuten abgeschlossen sind mit der Aufnahme, dann zeigt die PlayStation an oben Videoclip gespeichert. Wenn das angezeigt wird, laufen im Hintergrund weitere 15 Minuten, die du dann mit der Share-Taste und X wieder speichern kannst. Das heißt quasi, du hast weitere 15 Minuten aufgenommen. Und die kopiere ich mir dann halt per USB-Stick 3.0, das geht natürlich dann schneller, auf meinen Stick und bearbeite sie dann oder beziehungsweise schneide sie dann am Rechner zusammen. Und somit entstehen dann zum Beispiel eine halbe Stunde oder 26 Minuten oder sowas. Ne? Sorry, in der Mitte. Schöne Grüße von Wolverine? Schöne Grüße von Wolverine? Ja, schöne Grüße zurück. sorry, in der Mitte? Wie in der Mitte? Ach, in der Mitte ist das Badezimmer. Ach, da, okay. Ja, da kommen wir ja noch nicht rein. Wenn das jetzt... Ich würde gerne da drauf zeigen, aber ihr seht es nicht. Prost an alle. Ha, HSV-Fan. Stößchen. Da ist aber, glaube ich, eine graue Tür, wenn ich das richtig sehe, wo wir noch nicht gewesen sind. Oder irre ich mich da? HSV-Fan, ja, der Spender der Kamera in der Let's Play Live Show. Das muss ich ja immer wieder erwähnen. Der liebe HSV-Fan, ohne ihn wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass ihr mich seht. Diese Hackfresse hier oben im Bild. Ja, die würdet ihr ja gar nicht sehen. HSV-Fan hat ja die Kamera spendiert quasi. Damals in der Let's Play Live Show. Ach, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Komm, ein bisschen mit Tränen. Ein bisschen Pipi in den Augen habe ich. Hier muss doch noch eine Tür sein, oder was ist das? Das Graue. Tatsache, die haben wir noch gar nicht ausprobiert. HSV und DSC. Hier ist das Badezimmer. Und ich höre was. Ich. Bald Jubiläum. Ja, einjähriges. Wasser tropft aus dem Becken. Wahrscheinlich eine defekte Dichtung. Da liegt was. Residenzschlüssel mitnehmen? Will ich da reingucken? Okay, das ist gar nichts. Ich dachte, da ist irgendwas drin. Wasser leckt aus dem Behälter. Naja. Naja, wie gut, dass wir jetzt schon mal den Residenzschlüssel haben. Das heißt, wir können jetzt quasi den Raum 001 auch schon mal öffnen. Dankeschön. Ich muss mal ein bisschen mehr darauf achten, auch auf graue Türen, die wir noch nicht geöffnet haben. Das ist gut zu... Wieso kann ich mit dem Residenzschlüssel die Galerie nicht öffnen, wenn ich schon einmal hier bin?
Tod und Hass den HSV. Hallo, ey, jetzt aber bitte. Seid lieb im Chat, ja? Miteinander. Jeder hat halt seinen Favoritenfan, sein Favoritenfan, seine Favoriten-Fußballmannschaft. Das ist immer so. Wie jeder zum Beispiel seine Lieblingsgames hat oder sein Lieblingsauto und so weiter und so fort. Das ist immer so. Okay, der Schlüssel war nur für die einzige Tür. Das ist natürlich super. Und nun ab zu den Haien. Nee, der Schlüssel, der ist hierfür. Ich weiß aber nicht, warum er den jetzt abgelegt hat. Seht ihr das auch am rechten Bildschirmrand? Was ist das? Ach, hallo? Wie viel Schuss habe ich? Oh, super Einschuss. Das ist mehr als ich dachte. Ich gehe mal hier rein. Ich traue mich da nicht. Abhängen nennt man sowas auch, ja? Och nein. Uah. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen? Ja. Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Ja, das habe ich auch. Da ist etwas in der Badewanne. Was denn? Ein Kontrollraumschlüssel mitnehmen? Na klar. Und jetzt steht er auf, ne? Noch nicht? Okay, aber jetzt gleich. Klopapier. Es ist verfärbt. Bestimmt von ihm hier. Der hat bestimmt gerade erstmal eine Wurst gemacht. Deswegen ist das Klopapier verfärbt. Was haben wir denn hier? Hey, Magazin. Cool. Geil. Was liegt hier? Eine Selbstverteidigungswaffe? Erstmal, nee. Was liegt denn da? Ach, das ist nochmal Munition, ne? Ja, mitnehmen. So, Selbstverteidigungswaffe nehmen wir auch mit. Selbstmordbrief. 22. Juni 1998, 9:30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert eine Symptome. Entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger und sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Badezimmer zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als eine von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Das ist bestimmt der da hängt, der hat sich aufgehangen. Was? Ja, sieben. Ja, ich weiß, sieben. Deutsch war nicht mein Lieblingsfach. Das sage ich jetzt einfach mal so. Komm, fall runter. Geh weg. Okay, wir haben jetzt den ein paar Sachen gesammelt. Ich würde sagen, gehen jetzt erstmal in den Safe-Raum. Dann werden wir speichern. Und der war hier, ne? Und ein paar Sachen auch ablegen. Eine Symptome. Ja, entschuldigung, Mann. Das ist so. Das Buch lege ich jetzt auch erstmal ab. Ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den Kontrollraumschlüssel, da könnte ich mir vorstellen, dass das der für die Haie ist. Die Selbstverteidigungswaffe, naja, das ist. Die Schrotflinte lege ich auch zurück. Das Messer auch. Und dann nehmen wir mal die Handfeuerwaffe. Das Farbband. Und laden die Waffe mal nach. Und gehen jetzt erstmal speichern. Ich möchte es verwenden, natürlich. So, Speicherraum.
Speicherplatz 3 nehmen wir jetzt, überschreiben wir natürlich. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt ja, eine kleine Pipi- und Pupu-Pause, Raucherpause wieder für euch und für mich und ja, Chipsul-Pause. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, denn dann geht's weiter hier im 24-Stunden-Marathon mit in der Let's Play Live-Show mit Resident Evil. Und ich würde sagen, dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show und zu Resident Evil. Wir brauchen Go-Go Girls, Go-Go Boys. Wir laden einfach beide ein. Go-Go Girls und Go-Go Boys. Für die einjährige, die Musik ist der Hammer. für die einjährige Feier der Let's Play Live Show. So, Prost zusammen. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten von Consumer. ich werde die aber jetzt nicht lesen, sondern erst später. check this ass, bitch. Let me see what you got. So, wir werden jetzt zurück zu den Haien gehen. Zu den Haien. Zu den Haien. Der Track nennt sich übrigens Fahrstuhlmusik. Falls den einer haben will, kann mich gerne anschreiben unter Let's Play Live Show at freenet.de. Der geht über eine Stunde. Kommt immer dasselbe. So. Die Haie. Wo waren die Haie? Ich glaube. Ach, da hinten, wo die Treppe war, war das, ne? Genau. Also hier lang. Später, wenn Möglichkeit dazu ist. Ja, schau ich mal. Vielleicht auch erst Montag. Mal schauen. Viele zweifeln ja daran, dass der Stream 24 Stunden geht. Das würde ich genau das Gegenteil beweisen. Viele glauben daran, dass ich das nicht durchhalten werde. Ich beweise das Gegenteil. Bin dabei. Das ist super. War hier noch jemand? Nein, ne? Nein, den hatten wir ja erledigt. Wie ich wusste, dass das Fahrstuhlmusik ist. Beruhigt bestimmt, wenn man stecken bleibt. Ja, das stimmt. So voll so ein Ohrwurm. Kann man hier jetzt die Tür aufmachen? Ah, nee, die war von der anderen Seite verschlossen. Stimmt. Sollen wir vorsichtshalber mal Scout mitnehmen? Ich würde sagen, ja, oder? Ach nee, scheiß was drauf. Mein Gott, nur die Harten kommen in den Garten. Wie rum muss ich denn jetzt laufen? Damit es kürzer ist. Ich glaube rechts lang, ne? Ja, genau, hier runter. In Richtung des Bildes. Uah. Lalalala. Da ist schon wieder der Fette, oder? Hier noch nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Sie haben die Schlüssel für den Kontrollraum verwendet. Sie brauchen ihn nicht mehr ablegen. Bringt nichts, die Musik. Ich bin Aufzugsmonteur. Ach echt? Wusste ich gar nicht. Cool. Sucht ihr noch Leute? Die Warnlampe deutet auf einen Notfall hin. La, 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 la. Wir steigen die Leiter hinab. Unters Becken.